Und jetzt stelle ich hier nochmal so einen ganz aufrechten jungen Mann vor, den David aus Anklam. Da braucht es keine Worte. David, sprich aus, was du denkst. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Loben ihn als allererstes. Schön, dass wir uns heute hier alle eingefunden haben. Erstmal auch schön, dass es friedlich geblieben ist, liebe Freunde. Wir konnten auch mal den Kollegen zeigen, wir sind keine grünen Klimaspinne. Wir wollen unser Mecklenburg-Vorpommern wieder auf Kurs führen und unser Deutschland. Und ihr dürft euch an unsere Seite stellen. Ihr dürft euch an unsere Seite stellen, um eurem Strafprozess zu entgehen. Diese Chance geben wir euch noch. Liebes Team von BlackRock, legt eure Helme nieder und kommt zu uns und bringt dieses Land wieder auf Kurs. Hört auf, Verbrecher zu beschützen. Olaf Scholz ist ein Verbrecher. Wir wollen mal anfangen. Ganz kurz, paar Skandale von Olaf. Der Brechmittelskandal. Auch daran war die Polizei beteiligt, die Staatsanwaltschaft. Und das Bundesgericht in Karlsruhe hat sogar gesagt, es wurde niemals offizieller Brechmitteleinsatz genehmigt. Olaf, ich vergesse nicht so schnell. Nummer zwei, Gammel-Skandal. 31,8 Millionen Euro an Deutschland vorbeigeschleust. Du bist ein Verbrecher, Olaf. Und dafür gehst du ins Gefängnis. Und? Falls du mich da hinten noch hörst, Olaf, wir werden so lange weitermachen, bis wir dich und deine Schergen vor Gericht haben. Vielen Dank.